Nicht so. Du hörst nicht so. Nee, höre ich nicht. Ich verlasse dich. Yay! Armbrust feuern. Und ich muss doch nicht mal zielen. Ich kann einfach aus der Hüfte feuern. Unfassbar. Das ist episch. Geil, gar nichts drin. Dass man so viele Bewohner hatte. Das sind ja keine Bewohner, das sind die Leichen, Nase. Ja. Aber die müssen ja auch mal irgendwann Bewohner gewesen sein. Quatsch, die müssen nur auf dem Friedhof gelegen haben. Ja, wo kommen die Leichen dann her? Aus dem Friedhof? Ja, aber wie kommen sie in den Friedhof rein? Ja, das sind Generationen und Generationen von Leichen. Ganze Leichenfamilien sind das. Was? Deswegen sind sie also so gut erhalten. Oh, guck mal, hier im Keller. Ja, hier sind noch Gegner. Da unten im Keller. Betonendorf. Bist du schon runter oder was? Ich fass es nicht. Du rusht ja doch. Nein, tue ich nicht. Oh, hier, Boss. Guck mal. Leben der Wilde im Teleport hier. Bloodgut the Savage auf Englisch übrigens. Heilkugeln schlichtweg ohnehin und an alles und keine Lust mehr. Jetzt schon nicht? Ging ja schnell. Das ist Heilkugel. Die nehmen mir die ganze Freude am Spiel. Und du armes Püppchen. Ich geh mal eben den Rest erkunden. Sprach's und verschwindet. Ich hau den Sack um, ey. Ich mach den platt. Mit Dingerwische! Wusstest du nicht, bist du langsam. Magier-Bubi. Ja, aber das muss man echt sagen, Demon Hunter sind ein bisschen Speed-Cheater nachher, wenn sie diesen komischen Schatten, den sie haben. Ich weiß nicht, ich glaube, soweit habe ich den Demon Hunter gar nicht gespielt. Nicht? Achso. Ja, die kriegen so Movement-Cheats. Ja, ich weiß, dass sie die ganzen Ausweichdinger haben, bei denen sie auch noch Angriffe durchführen dürfen. Ja, genau, hier ist ein Buch. I had heard the rumors, but... Schnauze. Frage von Alt Tristram. Whatever. Alles schon mal gelesen, gehört. Hier ist noch ein Stumpf. Stumpf erinnert mich mal an die Biberbrüder. Da, ja. Deine Kumpel. Kennst du Biberbrüder eigentlich? Feinste Waffen. Was? Die Biberbrüder? Ja. Ah, natürlich kenne ich die. Wer kennt die nicht? Mit Stumpf, dem Freund von denen. Stumpf. Stumpf. Yay, wir sind wieder hier. Warum ist eigentlich so ein gelbes Gedönse um dein Ding rum? Um welches Ding rum? Ach so, das ist bei dir. Bei mir ist es bei dir. Ich kann mich damit zu dir teleportieren. Achso. Ein Wusch. Was so, war das? Ein Level-Up schon wieder? Nee. So, XP. Willst du ein Schild? Nee. Dann nehme ich den halt. Schilde habe ich ausreichend. Der braucht schon Schilde. Ich weiß es nicht. Schilde sind was für ein Nicht-Demon-Hunter. Ich habe ein Schwert und ein Schild. Also passt besser auf, sonst frisst eins von beiden. So, ich verkaufe den ganzen Rotz hier mal, weil das nämlich eh alles völlig für den Hintern ist. Mhm. Weil man später sich entweder die Ausrüstung selbst craftet oder halt bessere findet. Das ist einfach so. Entsprechend, also weiß und grau könnt ihr, wenn ihr das Spiel spielt, einfach in die Tonne treten. Ganz am Anfang ist es vielleicht nochmal interessant, wenn man ein bisschen noobig ausgerüstet ist. Da geh du doch schon mal vor, ich teleportiere mich mal einfach mal stumpf zu dir, um das mal zu gucken. Okay, jetzt werde ich mir eben kurz einen Stunt machen, Sekunde. So. Ja, ich geh mal vor, ne? Wusch, und du willst teleporten? Bum! Yay! Folgt mir, Erfolg gekriegt! Ja, Gratulation. Mach mal auf da. Danke! Die heißt Lea. Wer ist Lea? Lea ist eine Stadt. Lea, nicht Lea. Prinzessin Lea. Nee, die heißt ja Leia. Ach, das sind Details. Und damit darf ich mich bei keinem Star Wars Fan blicken lassen. Ich bin selbst einer. Nein, ich bin entschuldigt. Definitiv als nicht Star Wars Fan geoutet. Stimmt überhaupt nicht. Stimmt wohl. Also ich bin ein nicht Star Wars Fan und echt? Weiß es. Ja, weil ich generell von keiner Sache Fan bin. Ach so. Ja gut, am Chilea Prämisse. Sterbt, ihr Schweine! Oh, mein Dalton! Nein! Autsch. Ach, Eis ist lustig. Moin! Wo sind die gelben Gegenstände? Verdammte Axt nochmal! Ja, ich hab ne Axt. Aha. Eine Papierhandaxt der Flamme. Aus dem vorigen Playthrough.
Hier haben wir auch zu quatschen, Lea. Aiden blub, blub. Came to me last night. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Geh zur Kathedrale. Dann gehen wir mal zur Kathedrale. Hell will nur weil sie das sagt, nicht weil du das sagst. Wer war das, weil ich sag? Oh, guck mal, sie haben die Wand nicht getroffen. Verteidigt euch! Like Aiden, I'll be gone. Nur für dich, für mich nicht. Hui, in die Fresse. Schuhe. Mhm. Und Tränke. Und eine Keule. Eine Keule der. Oh, des Lebensraums und Zeug. Ich finde lustig. Wen findest du lustig? Die ich gefunden habe. Achso. Wir haben die schönen passenden Absätze. Wobei, hier für die Absätze natürlich auch stellen. Ja, für Schuhe würdest du töten, ne? Ja, klar. Du Mädchen. Ja, Demon Huntress. Sei erwähnt an der Stelle, dass wir auch noch Schwestern haben. Zwei Stück. Aber Florian eindeutig die größte Schwester ist. Ach, dir. Hey, hier ist ja schon alles tot. Das kann ja nicht an sein. Was ist das für eine Fehler? Ja, das ist ein sehr kleines Dings hier. Das erinnert mich so ein bisschen an Fallout 2, das öffentliche Plumpsklo, wo die riesige Ratte unten hockt. Ja, richtig. Die ganze Scheiße im Bad. Über das gesamte Dorf. Cheater! Guck mal, Zombos. Guck mal, Frostnova. Und was kriegen wir denn da? Krähenfüße. Eine der besten Fähigkeiten, die man haben kann, wenn man es in Monsterhorden rein. Auf jeden. Ist auf jeden Fall auch viel besser als meine Frostnova hier. Ja. Jetzt habe ich so einen schönen Kuttel. Call me Rotkäppchen, bitch! Ach du Scheiße. Okay, Rotkäppchen. Böse Wolf. Guck mal, Krähenfüße! Unfassbar, es ist ja so was von tödlich bist du jetzt. Unfassbar. Episch. Brüste mich mit dem Arm. Yay! Its crater is tinged with some strange magic. Warum willst du nicht einfach den Kronleuchter für sowas? Weil ich das nicht wollte. Außerdem habe ich das Achievement schon. Grotesques may seem slow and but they hide many dangers within their hideously malformed bodies. A set of spikes lurks beneath. Ich habe immer das Problem, dass wenn ich in diese Dungeons reingehe und immer irgendwo lang laufe, ich laufe eigentlich relativ zufällig immer irgendwo lang. Das Problem ist, ich komme immer auf den richtigen Weg und dann kommt er durch den Rest des Dungeons. Wir haben einen Kumpel, der Kromag, mit dem wir eine ganze Weile gespielt haben. Der es immer geschafft hat, immer zuallererst zum Ausgang zu laufen. Egal wie groß der Dungeon war, hier ist ein Buch. Ja, genau das Problem habe ich nämlich auch hier. Super. Und wir haben es dann, wir machen jetzt den Kromag genannt. Ja, in dem Fall machen wir also auch den Florin oder was? Oder läufst du vielleicht mir zur Abwechslung dann hinterher dann? Ich weiß nicht, wenn du dich immer vorläufst und in die falschen und Sackgassen enden läufst, dann habe ich damit kein Problem. Dann starten wir am Anfang von Bashen. Also ich laufe dann natürlich, klar, logischerweise läuft man manchmal halt einfach mal zum Ausgang. Ach, hör mal auf da zu heulen, das ist ja furchtbar. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe, ist eine Heulsuse wieder unterwegs zu sein. Ja, wir gehen jetzt hier unten lang, das ist auf jeden Fall falsch. Ja, wunderbar, was du weißt, dass das alles falsch ist. Für mich scheint das aber noch ganz logisch, einen Weg hier lang zu gehen. Deswegen drehe ich jetzt auch um, und du? Das ist keine Verwirrtaktik. I have mind control spells. Yes, indeed. Ich bin ja auch ein Magier. Ein gut aussehender Magier. Das sind schon mal zwei Lügen. Ja, aber ganz schön schnell vorgetragen, oder? Ich fand das jetzt. Oh, Treasure Goblin. Will der fliehen oder was, ey? Und abgeschlachtet! Sauber.
Das ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo man den Charizard Goblin auch gleich beim ersten Zusammentreffen töten kann, weil man genug Schaden verursacht mit zwei Leuten. Oder man ist Barbar. Hier müssen wir gleich wieder zurück. And furthermore, that their portals lead to Greed's domain. Hoffentlich. Truly. So, ich könnte jetzt. Nein, kann ich nicht. Kann ich das? Ja, bessere Rüstung. Schlechtere Hosen. Na toll. Was ist eine Kombination? Hey, Zombies! Ganz viele kleine Statuen. Guck mal. Oh yeah, Caltrops. Du Ninja! Ja, in dir drin, ich verstehe. Ich weiß gar nicht, warum der so enthusiastisch darüber war, uns mitzuteilen, dass es in ihm drin ist. Ich weiß nicht. Ich meine, warte mal. Sekunde mal eben kurz. Wir sind, glaube ich, da oben. Ja, da oben sind wir wieder an Zeug vorbeigelaufen. An Erkundungszeug. Zurücklaufen. You want us to go back there? Ja, I want to go back there. Are you serious? Really? Ja, really. Are you serious? Letztes Mal, als ich nachgeguckt habe, nicht. Do something. Obwohl ich natürlich ziemlich knusprig bin, das muss ich natürlich sagen. Schießt du auf mich? mir dünkt. Da ist noch ein loser Stein in der Treppe, sehe ich gerade. Hey, guck mal, lose Steine. Geil. Und hier sind noch Fässer übrigens, nur so. Ja, Hart hat mir, also hier System Neo 42, hat mir gebeichtet, dass er so enthusiastisch war von dieser ganzen Zerstörungsaktion, dass er im ersten Level nichts anderes gemacht hat, als die ganze Zeit nur Sachen zu zerstören. Das bringt ja auch extra XP, wenn du genügend davon kürzere Zeit zerstörst. Ja. Aber einfach nur, weil er so begeistert war von der Zerstörung. Oh, guck mal, nach deiner Schrift rollen. Jo. Der Königsmörder. Ja, hier, Kromak, der Barbar, hat den Barbaren gespielt, der war auch so begeistert von Zerstörungsorgien. Der ist auch sowas von abgegangen auf Zerstörung. Unfassbar. Du bist mein Held. Ja, und irgendwie... Ja, ich muss schon sagen, seit dem ersten Teil ist die Kathedrale aber ganz schön verändert, ne? Nee, nicht wirklich. Gut, hier und da ist ein bisschen Farbe abgeblättert. Ja, ist ein bisschen schöner geworden. Auch das, ja. Es sind weniger aufgespießte Leichen hier drin. Muss ich sagen, sie ist nicht mehr so pixelig. Guck mal, da Truhe. Ui! Ja, das Pixelig ist aber nicht unbedingt nachteilhaft, ne? Und guck mal da unten. Pixelig ist nicht nachteilhaft? Ja, der Zahn stört ein. Schlon. Bäm, ans Fressbrett. Gehen wir mal hier lang. Oh, guck mal, eine Groteske. Oh, guck mal, eine langsame Groteske. Tote Groteske. Ihhh, oh, guck mal, eingefrorene Zitterale. Oh, Waffenständer, Klonk, eine Keule. Und vor allem graue, ey. Hallo, wie. Nee, hier, die Regale weißt du auch, dass man die wegnehmen kann, ne? Ja. Ja, verstehe. Verdammt, der Freund hat ihn verfehlt. Yay! Yeah! Anschluss des Dungeon, hoch 2! Erinnert ja fast an Dungeon Keeper, ne? Nur dass man hier. Kurz ein kleines bisschen. Acht mit einem Schlag. Bäm, an der Fresse. Finsternis erwartet euch. Oh, ich vermisse Dungeon Keeper. Echt? Ich nicht. Ich fand das nicht so geil. Dungeon Keeper war geil. Ich find nicht. Warum nicht? Weiß nicht, ist so. Du bist ein Strategiespielfan. Ich sag das mal so, ich habe das eine Weile gespielt und irgendwann wurde es mir so langweilig, dass ich gedacht habe, ja nö. Ja, okay. Es konnte teilweise ziemlich langweilig werden, aber der erste Teil war schon ziemlich abweg teilweise. Verfehlt! Du Pussy! Wut! Nicht Wut, sondern Wut! Wussi! Wussi ist ja mehr so West Coast Slang. Ja, jetzt hast du mich getroffen, Arsch. Nicht, dass es mich irgendwie stören würde, weil ich bin ja unverletzbar. Hier liegt noch Zeug rum bei mir. Was? Warum lachst du? Oh ja, jetzt geht's los, ey. Jetzt geht's los. Skill. Ich habe hier einen Bogen übrigens, einen magischen, falls du interessiert bist.
noch genug magisches Zeug dabei. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Spielst du weiter, wenn ich skille, oder was? Ja, zum Beispiel. Ich hau dich.